Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, in der letzten Folge haben wir Brutmutter geklatscht. Ich habe die, glaube ich, noch 5 Mal nach der Folge gemacht. Jetzt haben wir die Rüstung komplett. Wir haben die Keule irgendwo, da. Und wir haben sogar noch ein paar Brocken übrig. Das heißt, wir können sogar noch irgendwie dekorationsmäßig was mit der mal anstellen. So, ich packe jetzt erstmal ein bisschen was zum Essen ein. Ach, guck mal, hier habe ich sogar... Oh, deswegen haben wir hier auch Vergammeltes. Na gut, okay. Ist ja nicht schlimm. So, wir packen Essen ein, packen Heilung ein, weil ich würde ganz gerne mich auf den Weg zu dem Schmecktor machen. 30 Tränke. Ach komm, nimm mir 34 mit. Wir brauchen aber auch Ton. Ja, wir nehmen alles mit, was wir haben. Dass wir uns da schön rüberbauen können. Muss ich gucken. Ich glaube, hier war auch noch Ton. Na, knapp 100 Ton. Hoffen wir, dass es reicht. Wenn nicht, müssen wir nochmal farmen gehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum. Wir laufen mal los. In Richtung Schmecktor. Ich bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht vorher da aus der Höhle noch die schwarze Witwe holen. Obwohl, Schmecktor werden wir einen Augenblick brauchen. Machen wir den zuerst. Hat den Vorteil, dann haben wir nämlich alle Rezepte soweit, alle Chips. Und ja, Chip gibt es ja keinen großartig. Aber wir können da noch die Axt herstellen. Wir können dann den Snack für die neue Brutmutter herstellen. Und ganz wichtig, wir können die letzten Rüstungslevel-Materialien herstellen. Das fehlt nämlich hier drin noch ein bisschen. Dass wir so langsam alles auf Stufe 9 bekommen. Das Material dafür haben wir ja da. Da haben wir ja fleißig gesammelt die letzte Zeit. Ah, genau. Und hier hatte ich mal so ein bisschen vorbereitet, weil da werden wir jetzt die nächsten Tage auch busy bauen. Das gibt ja dann das Holzlager und da bin ich am Überlegen, das so zu konstruieren, dass es nicht komplett geschlossen ist. Das heißt, dass man mit der Fliege hier agieren kann. Ohne weiteres. Rein theoretisch können wir es auch zumachen, weil mit der Fliege kommt man hier schön durch die Fensterchen durch. Aber das soll ja unser Haupt, Hauptholzlager. Für unsere Bauwerke, die hier alle noch entstehen werden, werden wir da hinten auch nochmal ein Lager machen müssen. So, dass ich offscreen die Dinge immer vollhauen kann und wir dann ordentlich bauen können, ohne dass mir Material dass uns das Material fehlt. So, jetzt haben wir es. Gut. Wir gehen mal zum Schmecktor, mal gucken, ob wir den hinkriegen. Warum auch nicht? Wir haben bis jetzt alles platt gekriegt. Und dann folgt auch bald die Wespenkönigin und die Mantis. Wobei mir die Mantis zuerst machen, die ist ganz easy. Einfach nur ein bisschen mit Pfeile bestücken und dann ist gut. Ja, hier müssen wir auch noch hoch, da oben ist noch ein Punkt. Da hinten in dem ist noch ein Zahn drin. Das müssen wir alles noch farmen gehen. Jetzt haben wir aber erstmal hier die ganzen Moskitos, die müssen wir mal hier entsorgen. Ah, es wird wieder so sein wie beim letzten Mal. Wir bauen uns rüber und immer wieder kommt so ein blödes Vieh angerannt. Was wir machen könnten... Obwohl, wir bauen einfach. So. Nein, das war hier. Wie nicht unterstützt. Ich geb dir gleich. So. Ich glaube, wir nehmen doch mal die Baufliege. Geht ein bisschen schneller und einfacher. So. Und einmal bis nach da vorne. Nochmal das Ganze. Ich glaube, unser Ton reicht da nicht aus. Es könnte ein bisschen knapp werden. Und das werden wir natürlich auch irgendwann noch schöner bauen. Jetzt erstmal so, dass wir überhaupt einen Weg hier rüber haben.
So, hier müssen wir einen hoch. Jetzt gehen wir mal kurz gucken. 120 Ton, also es reicht nicht. Müssen wir nochmal Ton holen, ne? Ne, wir bauen erstmal das, was wir haben. Müssen wir erstmal hier wieder weg. Weil wenn die mir den Ton kaputt kloppen, haben wir so ein kleines Problem. Komm her. Na komm. Dankeschön. Na, jetzt kommt der nächste. So. Komm, nimm mal wieder die Fliege. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht reicht es ja, dass wir zumindest in Schloss Moldauk rein können. Dann sparen wir uns das Tonfarm, aber ich glaube es nicht. Da haben wir bis jetzt zu wenig. Das sind wahrscheinlich die letzten vier oder so, die da noch fehlen. So, dann werden wir aber hier jetzt nicht hochgehen und Zahn holen und hinterher, das machen wir dann. Ja, wir müssen Ton holen. Das machen wir dann, wenn wir auf dem Rückweg sind. Das heißt, erst holen wir uns den Schmektor. Und danach gehen wir dann da rein. Und holen uns den Rest. Dauert ja jetzt auch schon wieder ein Weilchen, bis wir jetzt ein bisschen Ton haben. Wie viel fehlt denn jetzt eigentlich noch? 22, ach Gott. Ist nicht viel. Na gut. Wir lassen uns aber nirgends aufhalten. Hier müssen wir mal kurz reingucken, weil ich bin mir nicht sicher, weil ist schon leer. So. Haben wir die Schubkarre, das heißt, wir müssen ungefähr... Ach. Jetzt kommt wieder alles angerannt. Muss ich gucken, ich glaube, hier war das erste Ton drin, das könnte schon reichen. Ne, hier haben wir noch nichts. Da ist... Ach, das ist noch besser. Nehmen wir doch mit. Boah. Ich habe immer so das Gefühl, dann, wenn ich irgendeine Aktion ausführen will, ist die Ausdauer gerade passend leer. So. Das heißt, wir müssen da mal hoch und... ich glaube, hier war Ton drin. Ne, war auch nicht. Dann war es hier drin. Ja. Ja, komm, wir verschwenden schon mal die Heilung. Das ist sehr gut. Sag mal. Ey, wir kommen ja echt nicht zum Schmektor, oder? Als wieder was anderes. So, 15 haben wir schon. Wir nehmen noch zwei große mit. Dann haben wir wenigstens noch mal ein bisschen Ton im Lager. Da geht es nicht darum, dass wir damit bauen. Es geht darum eher für einen Trank oder sonst was. Nur wir werden jetzt nicht alles hier an Ton mitnehmen, weil sonst farmen wir die ganze Folge Ton. Das wollen wir jetzt auch nicht machen. Müssten wir aber auch mal machen. Eine große Tonrunde. Das heißt, Ton Island abklappern und hier mal alles rausfischen. Dann haben wir knapp 1000 Ton einstecken. Das sollte dann eine Zeit lang reichen, denke ich mal. Na komm. Och. Dann ist wichtig, noch eine schwarze Witwe killen oder noch ein paar mehr. Je nachdem, wie sie ihren Gifttropfen da verlieren. Ach, und dann ist mir ein Fehler bei der Brutmutter aufgefallen. Das ist halt immer ein bisschen blöd in der Folge, weil da... Im Livestream könnt ihr mir das im Chat immer schön sagen, aber in der Folge ist ein bisschen blöd. Ich habe das Katana genommen und habe die Mutation Barbar eingestellt. Was ja eigentlich Blödsinn ist, weil Barbar ist Keulenschaden. Oh, die Pinien sind auch nachgewachsen. Sehr gut, da kann ich auch wieder eine Pinienrunde machen. Juhu! Schon wieder. Ja, Kletten und Pinien habe ich auch schon mal ein paar gefarmt.
Ich glaube, knapp 100, 150 Kletten haben wir jetzt schon im Lager liegen. Und Pinien knapp 100. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen farmen, dann ist unser Dach auch mal fertig. Ja, und dann mal gucken, inwiefern was wie wo gebaut wird. Das wird noch richtig interessant, weil ich habe so ein paar Ideen hier drin. Wie gesagt, Skybuilder, es wird alles oberirdisch gebaut. Aber ich möchte halt noch ein paar Wege zum Sandkasten. Ein Weg von der Base bis zur Hecke. Also es wird viel, ich sag mal, luftige Wege geben. Du mich auch. Die dürfen mir nur den Ton nicht kaputt kloppen, die Mistviecher. Oh, keine Ausdauer mehr. Dann nimm den Speer, das verbraucht nicht so viel Ausdauer. So, jetzt haben wir sie. Jetzt bauen wir natürlich unseren Kram hier fertig und machen den zumindest ein bisschen hübsch. Das heißt, wir machen so. Mistviecher. So, dann haben wir da den goldenen Zahn. Oben liegt noch ein Zahn. Oh, wollen wir doch erst hoch? Nee, wir wollen erst das Schmektor holen. Erst holen wir jetzt das Schmektor. Und halt alles, was wir hier looten können. So. Dann wäre es vielleicht schlau, die Boosteblume jetzt zu nutzen. Weil da geht es tief runter. Das Inventar schon bald voll. Hier, warte mal, das kann weg. Ja. Mit den gerade mit. Na komm. We need to mix the beginning cocktail at the Java. The curd, it appears like a grape left out on the stoop. But for. Mach doch mal die Tür auf, Junge. What's on your mind? What do you want? Oh. When did my... I hope I will get to... Well, I was one... Surely someone... But why? Perhaps someone with a guilty... We need to mix the beginning cocktail at the Java-Matic. Ja, das weiß ich am Java-Matic, aber du sollst mal die Tür aufmachen, Junge. My suspicions, I knew it. Na, jetzt macht er es, weil jetzt hat er erst den Eingang erkannt. Okay. Super. We need to talk. Are you ready? Okay. Ja doch, mach doch mal auf. Dankeschön. Weiter brauchen wir nicht reden. So. Das heißt, wir holen erstmal hier das Gedöns. Dann nehmen wir den mit. Schimmelige Notiz. Das ist das Rezept für die Brutmutter. Dann nehmen wir natürlich das mit. Die Dinge, ja. Habe ich noch nicht viel verbaut. Aber wird auch immer wieder gefragt, für was man die Empfänger braucht. Die braucht man für... Kann ich euch nicht zeigen. Ja, nee, kann ich euch gerade im Moment noch nicht zeigen, weil wir haben das Rezept noch nicht. Hier ist die Statue außerdem. Damit kann man die ORC-Elektro-Strom-Dings-Teile da bauen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ihr wisst, was ich meine. Diese Fallen. Wobei ich die nicht so praktisch finde. Die... Kriegen wir, glaube ich, das Rezept auch jetzt hier bei dem Links, beim Schmektor. Ja, dann erstmal hochheilen, nochmal was trinken, nochmal was essen, nochmal die Mutationen durchgehen. Warte mal, was für eine Waffe nehmen wir? Einen Hammer. Das heißt, nee, kleine Faust jetzt nicht. Das, wir probieren mal den Zerschmetterer. Das ist nämlich für einen Hammer.
Das ist ein Aufbruch-Erntetempo. Ob das was ausmacht, ich weiß es nicht. Dann den können wir mal rausnehmen. Den machen wir rein. Den machen wir rein. Ich denke, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, lassen wir es mal so. Dann speichern wir das Ganze ab. Ihr kennt es ja. Und ich habe meine Knieschoner vergessen. Wir rennen mit Läuselatschen rum. Sollten wir trotzdem hinkriegen. Glaube ich. Hoffe ich. Oder habe ich sie dabei? Nee. Ja, da können wir den noch reinmachen. Der wird aber auch nicht viel bringen. Ansonsten gespeichert haben wir. Ja. Auf geht's. No, you won't be. Spacer is shrinking in an. That was the. But despite what I hypothesized, the young heaven could have coupled that with the. What's that? So you did. Of course. Oh, come. But in the end, no one will. Ja, komm. Ich will dich vermöbeln, nicht mit dir reden. The hypothesis, the experiments were the results of. The conclusion, all that remained. Farewell. Stay right there, and this will all be over before you know it. Bei dem müssen wir halt aufpassen, dann, wenn er die Strahlen aktiviert, weil die sind so ein bisschen heftig. Obwohl es dabei einen Trick gibt. Keine Ausdauer mehr. Ah, jetzt haben wir die Spinnchen mit im Spiel. Ich glaube, jetzt kommen die Laser. Ja, die müssen aber auch weg. Weil wir haben jetzt nichts mit Giftschaden drin, glaube ich. Komm. Lass dich doch einfach mal vermöbeln. Oh, bleib doch fern von den Laser jetzt. Komm doch her, Mensch. Junge. Da holen wir erstmal wieder Spinnchen. Das schmeckt doch mal ja gleich. Okay. Wo ist er denn da? Oh, ging doch ganz gut eigentlich. So, Firmenschmiergeld haben wir bekommen. Und? Datenträger. Karte in Gold. Dich brauche ich nicht mehr. Na gut. So. Und jetzt haben wir sie, genau, die ORC-Störungsbombe, meinte ich vorher. Und jetzt können wir aber oberster Schleifstein und höchste Panzerung machen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Sehr gut, der ging doch eigentlich ganz gut, ne? Fand ich jetzt so irgendwie halt, ne? So. Hier war ja nichts mehr. Jetzt ändern wir erstmal unsere Mutation wieder weg damit. Das lassen wir drin, nehmen wir die rein, lassen das draußen, nehmen wir nochmal Giftschaden rein. Und dann lassen wir es einfach so. So, warte mal, hier ging es irgendwo ein Kabel hoch, genau.
Dann hier hoch. Und darüber. Sehr gut. Und schon sind wir wieder draußen. Das heißt, wir werden jetzt nochmal oben nach den Zähnen gucken. Da ist, glaube ich, auch noch saure Brocken drauf. Das ganze Zeug werden wir jetzt einfach mal looten. Moskitos, sehr schön. Erstmal raus jetzt hier. Den da hinten nehmen wir auch gerade noch mit. Ja, wir müssen erstmal Moskitos beseitigen. Ja, gleich drei Stück, ey. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr rennt hier rein, ohne dass ihr schon so weit seid und habt gleich von den blöden Tigerstechmücken drei Stück am Hals oder vier Stück, das überlebt ihr nicht. Siehst du, da fehlen mir auch noch die Amulette. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal das Minzen-Amulett. Wir haben nicht das würzige Amulett und wir haben auch noch nicht das salzige. Also da müssen wir noch einiges farmen gehen, ne? Ja, hier erstmal runter. Und dann gehen wir darüber mal looten. Dann wäre die Ecke nämlich jetzt auch abgeschlossen. Am wichtigsten finde ich ist halt hier, dass man die Rezepte für die Schleifsteine und ja, für die, ich sag jetzt mal, Level-Utensilien haben. War hier noch was? Punkt. Ja, haben wir. Unseren Scap. Muss ich gucken. Ich glaube, hier ist mir reingekommen. Hier hoch. Ja. So, holen wir den auch gleich. Ja, komm doch her. Ja. Das war nix. So, weg damit. Und oben sitzt noch eine Motte drauf. So, jetzt mal gucken. Gab es hier noch irgendwas? Das sind immer so die Orte, wo man einmal im Spiel hin muss. Da oben sitzt die Motte drauf. Aber ich glaube, hier lag sonst nichts mehr. Es ist jetzt nur noch da unten der Zahn, der da in dem Käfig drin ist. Dann müssten wir alles haben. Dann ist das auch soweit erledigt. Und das Beste ist, wir werden jetzt noch gucken, dass wir die letzten Bosse auch noch vor Beginn des neuen Updates bekommen. So, dass hier einmal alles abgeschlossen ist und dann nur noch das Neue da ist. Haben wir die Pusteblume? Nein, haben wir nicht, ne? So. Einmal rein da. Sehr schön, da haben wir das auch. Gucken, ob wir da rüberkommen. Ja. So, schmeckt doch komplett abgeschlossen. Das heißt, jetzt heim, schlafen gehen. Inventar leeren.
Und dann mal gucken, dass man vielleicht in der nächsten Folge noch mal ein bisschen was baut. Eventuell das Holzlager starten und nebenher so ein bisschen die Vorbereitung für den Mant machen, Mantis. Wobei, ich denke mal, Mantis dürfte normal kein Problem sein. Weil da gehen wir mit der Armbrust rein und da lebt er nicht lang. Das geht eigentlich ganz easy. Aber da können wir gleich mal gucken. Bevor wir zum Mantis gehen, werden wir nochmal gucken, welche Rüstung für den gut geeignet ist. Weil wir rein als Bogenschütze reingehen und nicht irgendwie draufhauen oder sonst was. Da können wir das nämlich auch optimieren. Müssen wir mal gucken. So, jetzt erstmal nix wie nach Hause. Wobei, wenn wir die Wespenkönigin hätten, könnten wir den Badenbogen bauen. Der ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ah, die Läuse benutzen schon meinen Weg hier. Was haben wir denn jetzt überhaupt alles einstecken? Nur Schrott, okay. Nur Schrott. Müssen wir auch mal hoch, dass wir da den Skep noch kriegen. Aber an für sich müsste es ja jetzt hier schon ganz gut aussehen. Braumisere, ach so, ja. Komplett. Hier fehlen noch drei. Was fehlt denn da jetzt noch? Mantis, Wespenkönigin und Brutmutter, ja. Und hier ist auch alles komplett. Ja, wir brauchen noch ein paar goldene Karten. Hier fehlt auch noch einiges. Na, was heißt einiges? Es fehlt eins im schwarzen Ameisenhügel. Oh je, wie beim letzten Mal. Eins bei Verschiedenes. Das könnte aber noch bei Yavamatic kommen. Dann die Spec-R-Entwicklung. Obwohl, ich glaube, das ist beim Yavamatic. Und Zeit bei Ominent. Da fehlt noch ein bisschen was. Das sieht ganz gut aus. Hier sieht es auch ganz gut aus. Da fehlt nur noch eine Transkriptionseinheit. Ansonsten... Ja, Orte 26, 9, 6, 4, 6, 5, 8, 34. Obere Rasen fehlt noch ein bisschen, dann ist das auch alles fertig. Ja, sollte man doch hinkriegen. Das heißt, da haben wir hier bald alles komplett. Und dann heißt es nur noch goldene Karten sammeln. So, gehen wir erstmal schlafen. Rucksack können wir dann auch noch ausräumen. Sehr gut. Hatte ich nicht noch Essen einstecken? Sehr gut. Machen wir die gerade leer, wenn wir eh schon hier sind. Also Saft dürfte auch kein Problem mehr sein. Weil jedes Mal, wenn ich hier reinrenne, mache ich die leer. Egal, ob da 5 drin sind oder ob da nur 2 drin sind. Also da haben wir schon ordentlich was zusammen. Und das Beste ist, wir können jetzt so langsam unsere Waffen auch hochleveln. Ton haben wir auch noch übrig. Sehr gut. Und Heilung habe ich gar nicht viel gebraucht. Also einen habe ich ja so aus Versehen verdonnert. Einen haben wir bei den Moskitos. Ne, zwei haben wir bei den Moskitos verbraucht. Und einen habe ich beim Schmektor gebraucht. Weil wir hatten 34 einstecken. Ging doch eigentlich ganz gut. Und ich hatte noch ein bisschen Bedenken, dass wir den Hammer noch weiter leveln müssen. Na gut. Dann würde ich aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Ihr kennt ja das Spielchen. Und dann... Nein, nimm's doch mal die Griffel, Mensch. Füllen wir auch gerade auf. Und dann würde ich nämlich sagen, sehen wir uns... Ja, dann der nächsten Folge. Also, bis denn und tschüss.